Wie laufen die Vorbereitungen zum Thema Event heute Abend? Uiuiui, wir brauchen noch total viele Sachen und sind ganz aufgeregt, ob wir das noch alles organisieren können. So, hallo miteinander, servus, grüßt euch, hallo. Hallöchen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt gehen wir mal essen, das, ja? Jetzt essen wir einen Bärenhunger mitgebracht. Dürfen wir gleich losbestellen? Ja, klar. Dann nehme ich was ganz typisch Bayerisches, nämlich die Kokos-Karotten-Ingwer-Suppe. Rennt eine Portion Rindsouladen. Den schwäbischen Zwiebelrostbraten. Das Münchner Cordon Bleu, das hätte ich ganz gerne. Dazu noch ganz gerne Tomaten-Mozzarella-Salat. Dann hätte ich ganz gerne noch bitte einen Salat mit Freundfilet. Ich würde ganz gerne das Pfaffenwinkler-Weißbier-Rindergulasch. Ja, mache ich. Danke. Das war eine Möhren-Kokos-Ingwer-Suppe, so steht sie in der Karte. Ne? Ich bin nicht wirklich unzufrieden damit. Ich kann die essen und man wird auch satt, ein bisschen mehr Salz, ja, ist fein. Das ist hier Roulade. Wir haben Blaukraut, Roulade, Püree und dann haben wir flankiert zwei schöne, wunderschöne Erdbeeren, die ja nicht fehlen dürfen. Keiner weiß, warum die drauf liegen. Ist eine leckere Erfindung, glaube ich. Ne? Ich würde sagen, so wie so ein Guerilla-Fleisch. Es bietet Widerstand, sage ich mal. Ne? Und vom Würzen her ist es auch. Bietet auch Widerstand irgendwie. Meine Zunge sagt, es ist sehr kräftig gewürzt. Ist es so? Mhm. Ist jetzt nicht das hohe Lied der Küche, aber es war ein guter Standard. Das hast du ja noch nie gemacht. Hey. Wahnsinn. Schaut echt voll lecker aus. Seitdem ich hier arbeite und seitdem diese neue Karte da ist, habe ich das noch nie mit den Kartoffelveggies rausgebracht. Ja, also wir servieren hier Essen, was es noch nie gegeben hat, was beweist, dass Wolfgang kochen kann. Er kann, wenn er will, der Kerl. Eine Weltneuheit quasi. Eine totale Weltneuheit. Was ist denn die Weltneuheit heute? Rostbraten kenne ich schon irgendwo, ich habe schon mal gehört. Ja, aber wie es alles angerichtet ist, sieht total schön aus im Gegensatz zu sonst. Dann haben wir hier total schöne frische Kartoffelchen. Unser Cordon Bleu ist nicht etwas bräunlich. Also man kann richtig sich freuen, wenn man das Essen an den Tisch bringt. Das finde ich wirklich eine harte Aussage, denn das Wichtigste ist ja, dass man wirklich eine gleichbleibende Qualität hat. Ein Zwiebelrostbraten, geröstete Zwiebeln, die sind auch selber gemacht. Gucken wir doch mal, das Fleisch ist rosa. Wunderbar. Zartes Fleisch. Ja. Vernünftig gewürzt, Käsespätzle. Also würde ich mich jetzt nicht beschweren, finde ich in Ordnung. Find's okay. Ein bisschen, also vielleicht fehlt eine der drei Käsesorten. Ich glaube, es sind frisch gemachte Kartoffelecken, nicht aus dem Tiefkühlbereich. Mm, das schmeckt wunderbar. Das ist jetzt das Münchner Cordon Bleu mit Senf und Meerrettich, genau, oder? Das ist ein wunderbares Cordon Bleu. Das sind wunderbare Kartoffeln. Also das Cordon Bleu war ein Referenzmodell. Also wenn man wirklich so Cordon Bleu deutschlandweit essen könnte, dann wäre ich Cordon Bleu süchtig. Dann mal ab zum Weißbier-Gulasch. Endlich mal Bayern. Die Soße ist es nicht passiert, aber geschmacklich. Es ist einwandfrei, kräftig. Und jetzt geht es aber darum, wo ist hier der Wurm drin? Ne? Und ich glaube nur zwischen Chef und Koch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Was für ein Gefühl hattest du? Wie ging es raus? Beim Essen hatte ich eigentlich ein sehr gutes, oder was heißt ein gutes Gefühl. Wie sieht es dann aus, wenn du am Wochenende 60, 70 Essen hast? Ja, dann ist auf jeden Fall nicht so viel Aufregung dabei wie heute. Ich fand die Gerichte zum Großteil wirklich sehr, sehr gut. Also zum Beispiel das Fleisch, das war super gegart. Die Kartoffeln, die selbstgemachten, waren sehr gut. Also ich war eigentlich recht zufrieden. Also auch das Gulasch war toll. Ein paar Kleinigkeiten kann man immer besser machen, aber das kann man in jeder Küche. Die Suppe, die hat mir schon geschmeckt. Ich fand sie ein bisschen unterwürzt. Ist deine Suppe, die rausgegangen ist? Meine Suppe gibst du immer raus, indem dass du sie wieder dann verfeinert rausgibst oder sonst was. Ich habe förmliches Blitzen sehen zwischen den beiden. Das hat wirklich geknistert. Es hat noch nie was gegeben, was dir geschmeckt hätte, was ich gemacht habe. Machen wir es mal. Okay, eine rustikale Frage. So, akzeptierst du eigentlich Silvia?
Du sagst nein. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass ich voll hinter dir stehe, auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Ich glaube das alles noch nicht. Ich glaube den Frieden noch nicht so ganz. Ich glaube, wenn wir jetzt morgen fahren würden, wäre morgen wieder alles beim Alten. Dann sehen wir uns morgen, okay? Und wir müssen jetzt morgen Wolfgang knacken. Wir müssen auch Silvi knacken. Wir müssen die beide eigentlich, wir müssen die beide aufeinander loslassen. So, ihr zwei, für mich seid ihr so jetzt eigentlich fast die Wichtigsten hier. Da, glaube ich, stecken auch die meisten Probleme drin. Eigentlich, da dem halt von dir businessmäßig erwarten, dass du mich heute auch ein bisschen unterstützt mit deinem Fachwissen. Ich lasse mir nicht gerne unterstellen, ja, dass ich lieblose Essen rausgebe. Gut, mir macht es ja selber auch Spaß, dass das Selbstgemachte auch ankommt. Ja. Ist doch schön. Ja. Trotzdem sehe ich euch hier jetzt als wichtigste Person erstmal mit deiner rechten Hand, mit Andrea. Sprechen wir mal noch. Mhm. Die werden wir da auch noch mit einfügen. Kommst du eigentlich gut mit der Andrea klar? Ich habe kein Problem mit dir. Wir haben heute das Thema Rouladen, ja? Ja. Und ich nehme mir schon mal eine Roulade vor. Ich schaue nur, dass es ein bisschen saftiger ist, wie gestern bei dir, ne? Warum braten wir die Zwiebeln an? Weil der Geschmack ergiebiger wird dadurch. Das gelernte Wissen, was wir gerade gemacht haben, das musst du jetzt eins zu eins übertragen auf die Inge. Ja? So, weil die Inge das eben machen muss ohne Qualitätsschwankung. Ne? Wenn wir zusammenarbeiten und ich habe frei und es müssen Rouladen gemacht werden, dass wir die gleichbleibende Qualität haben. Mhm, ja. Ja? Würde ich sagen, fang einfach mal an. Genau. Ja, nimmst du die Roulade. Dass wir aus einigermaßen eine gerade Fläche bekommen. Ich habe gestern die rohen Zwiebeln genommen. Wir haben jetzt die Zwiebel angedünstet mit Knoblauch. Wenn er immer so wäre, wäre nicht schlecht. Wenn wir die dann rundum angebraten haben, kommen die wieder auf den sauren Teller und kommt in die Pfanne kommt dann rein. Kleingeschnittene Zwiebeln, ja, Champignons und Knoblauch. Das Ganze wird dann abgelöscht mit Rotwein, mit Kalbsfond und mit etwas Sojasauce. Und das kommt über die Rouladen drüber und dann hast du wieder 1,5 Stunden frei und dann schiebst du in den Ofen. Mir schmeckt Böses. 43,82%. Tadam! 43% Warnheizen sind eine Katastrophe, gell? Also da kannst du dir ja vorstellen, irgendwie, dass man da was tun muss. Was hast du am Ende des Monats über, wenn du alle Punkte zusammenzählst? Im Moment liege ich im Monat so um die 4.000 drauf. Die Entscheidung, die muss jetzt fallen. Entweder das funktioniert jetzt oder es funktioniert ja. Eben nicht. Dann ist es besser zuzusperren. Also wir haben ja schon mal irgendwie einige Gäste. Das ist schon mal super. Aber wenn man jetzt mal wirklich lukrativ arbeiten möchte, brauchen wir einfach mal rund das Doppelte an Gästen. Also Werbung, Werbung, Werbung. Ich mache in den Spätzleteig viel Salz und eher weniger Salz ins Wasser zum Kochen. Ja? Ja. Wenn du jetzt rührst, schau mal, wenn du es rührst, wie sich die Farbe nochmal verändert ja. Von dem ja, Ei. Ja. Schau mal. Das wird viel kräftiger, siehst du das? Ja. Weil Spätzle müssen gelb sein, ja? Und es kommt übers Eigelb, ja? Und jetzt kommen noch ein paar Tropfen Essig dazu, aber nur ein paar Tropfen, ja? Ja. Damit der Teig bissfest bleibt, ja? Bisschen Weißbier, das ist ein Trick von meiner Mama. Wunderbar. Mama Mia, ist das lecker?
Andrea, was hast du bisher gemacht eigentlich? Also aus der Gastronomie kommst du nicht gelernt? Nicht gelernt, aber ich habe schon in der Gastronomie gearbeitet, also auch in der Küche gearbeitet. Da hatte ich also Frühstücksköchin war ich da gewesen und habe da eigentlich nur unter Männern gearbeitet und weiß halt, dass es da auch mal ruppig zugeht und dass man halt den Männern auch mal Paroli bieten muss. Kommst du denn mit dem Wolfgang klar? Kannst du diesen Part übernehmen? Also ich habe kein Problem mit Wolfgang. Ich kann ihm Paroli bieten. Also wenn er meint, er müsste mir gegenüber irgendwelche Sachen sagen und so weiter, kriegt er von mir Kontra. Also ich bin nicht auf den Mund gefallen. Vielleicht ist das eine schlaue Strategie. Weißt du, dann bist du quasi der Silvia Rechenschaft schuldig und Wolfgang dir. Dann hat man da vielleicht Puffer dazwischen. Ja, lass uns doch das mal versuchen. Ich spiele jetzt den Vermittler, den Übersetzer, den Dolmetscher, den Puffer. Ich habe ein breites Kreuz. Und ich werde mich jetzt einfach dazwischen stemmen. Andrea hat kein Problem mit Wolfgang. Was liegt da näher, als sie wirklich jetzt mal zur Restaurantchefin zu machen und zur Gastronomiechefin, die wirklich der direkte Vorgesetzte von Wolfgang ist und mit ihm kommuniziert? Achtung, Achtung! Der Lindenhof lädt ein, morgen zum Hoffest. Wir haben hier morgen mit Musikstreichel zur Schnitzeljagd, dann verlosen wir ein Drei-Gänge-Menü für abends. Ja, schön. Und da seid ihr herzlich, herzlich eingeladen. Super, vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Tschüss. Schön. Ciao. Wiedersehen. Was für ein ereignisreicher Tag. Es gibt ja hier jetzt auch strukturelle Veränderungen. Magst du das vielleicht mal verkünden, du als Chefin? Die Andrea ist ja schon länger meine rechte Hand jetzt und sie wird in Zukunft die Kommunikation und die Leitung Service übernehmen und die Kommunikation mit der Küche. Morgen gibt es ein schönes Hoffest, ja? Das sogenannte Get-Together-Party, wie man so sagt, im Allgäu. Ja? Dass man das Haus kennenlernt, dass man mal die Tiere sieht, das streichelt so. Da kannst du die Visionen erzählen, dass die Leute den Lindenhof kennenlernen und das geht's morgen. Ne? Das ist eine große Herausforderung, das morgen alles zu organisieren. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Also das wird echt spannend. Ob sie das jetzt gleich morgen als Team schon packen werden, lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Bis morgen, ja? Tschüss. Tschüss. Wir wissen nicht, wie viele Gäste morgen kommen. Ne? Wenn das wirklich, wenn der Hof sich füllt und immer mehr wird, dann ist nicht nur Wolfgang in der Scheiße, nicht nur Silvia, sondern wir auch. Wie laufen die Vorbereitungen zum Thema Event heute Abend? Uiuiui, wir brauchen noch total viele Sachen und sind ganz aufgeregt, ob wir das noch alles organisieren können. Wir haben euch gestern eine Aufgabe gegeben. Ja? Das muss organisiert sein. Das heißt, wo ist jetzt der Plan? Wir haben das ja schon alles organisiert. Wir haben den Musiker, wir haben die Bänke, wir haben die Gläser. Ja klar, haben wir schon alles. Ja, dann sagt es doch. Ich denke, sie haben zwar ein paar Sachen gemacht, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben als Vorspeise eine Kürbissuppe, da machen wir ein schönes Costini dazu mit der Räucherforellen-Tatar. Von mir gibt es ein Allgäuer Wiesenrinderrücken mit Brezenbrösel-Spätzle. Und zum Dessert gibt es einen Alpaka im Schlafrock. Dann fangen wir schon mal an, denn schließlich müssen wir uns auf 50 Leute vorbereiten. Und ich bereite mich auf 500 vor. Also, los, ab! Wolfgang, sag mal, ja? Ich mache heute Abend die Apfelbeignets nach Omas Apfelbeignets. Ja? Ja. Ich mache die recht groß, ja? Ja. Und jetzt habe ich eine Marinade von Zitronensaft, Zimt, Rum und Zucker. Ja? Und da kommen die ein bisschen drüber, ne? Das, kennst du das? Nicht von der Gastronomie, sondern von Eltern aus. Genau, so kenne ich es nämlich auch von zu Hause. Ja? Meine Oma hat das mit keinem Rum reingemacht, wegen den Kindern immer. Ne? Die Kinder, die Kinder. Inge? Komm noch mal, ich werde hier diesen Rücken im Ganzen braten. Ich habe ihn angebraten und jetzt schmiere ich ihn mit süßen und scharfen Senf ein. Dann schieben wir den Speck rüber, bitte.
Der soll ja nicht knusprig sein und im Ohr ausgelassen, oder? Nur ausgelassen mit dem Fett. Man merkt ganz kleine persönliche Veränderungen. Er hat Spaß und er macht mit und interessiert sich und er denkt mit. Ja? Also er fragt Andi, brauchst du hier noch Speck für deinen Salat und so. Und das macht natürlich uns Spaß, ist aber auch ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft hier vom Lindenhof. Schmeckt sehr lecker und das Fleisch ist auch super. So, hallo Steingarten! Hat es euch denn geschmeckt, so ein bisschen? Schön. Das fanden wir nämlich auch, als wir vor 3 Tagen hergekommen sind. Und dann haben wir eigentlich schon ganz schnell gesehen, okay, hier fehlt einfach Struktur. Wir müssen hier einfach mal einen roten Faden legen. Ich habe heute gespürt, dass sie alle wirklich Gas geben. Und allein schon aus dem Grund sind sie alle gecheckt. Bravo! Und ich denke, es war genau das Richtige, weil mit so viel Spaß sich weiterzuentwickeln, das ist wirklich eine schöne Geschichte.